Ja, aber wenn wir sowas von was Innerem reden, kann man denn dann Nähe und Weite überhaupt richtig abschätzen? Oder ist es nicht ein ewiger, also ist es nicht ein ewiges Nähern, weil du ja ewig viel Platz hast? Na, weißt du? Das ist ja so wie, kennst du das Mandelbrot-Experiment? Also im Endeffekt, wenn du zwei Striche nebeneinander malst, ne, ist ja zwischen diesen, und diese Striche teilst, ne? Also zwei, also nee, du malst einfach einen Strich und teilst den in der Mitte und malst darunter zwei Striche, dann ist es ja nicht weniger geworden, aber hat sich zweimal geteilt und die Striche kann man dann wieder teilen und das kann man unendlich weitermachen, mathematisch. Das heißt also, auch wenn wir es irgendwann nicht mehr sehen können, teilen sich diese kleinen Punkte immer noch untereinander doppelt, 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 doppelt. Und das gibt es ja zum. Genau, oder die Fibonacci-Formel hat irgendwie so dieses gleiche Freak-Shit, ne? Teilst du eine Fläche, teilst du die Fläche der Fläche, teilst du die Fläche, da kann man ja auch immer weitermachen. Das heißt also, man ist gesehen von sich selbst aus, ne? Die Weite ist ja nicht wirklich zu bestimmen, ne? Du könntest dich dann vergleichen wahrscheinlich, aber wenn du dich vergleichst und du aber sozusagen in der Auflösung des Selbst bist, ne? Und du vergleichst dich aber, das heißt ja im Endeffekt wiederum, dass du nicht in der Auflösung deines Selbst wärst. Also in der in Ego Death. Ego Death. Ja, ich finde, viele Leute haben diesen Punkt irgendwie gerade erreicht, wo sie oder ein schöner Punkt. Ich will nicht gar nicht sagen viele, ich will gar nicht für die Leute sprechen, sondern ein schöner Punkt ist ja hinter dem Kampf der Themen und der Information und dieser Logik und diesen ganzen Sachen, die eigentlich recht schwere Dinge sind, hinter diesem Kampf im Endeffekt wieder die Harmonie, die Schönheit, weißt du, das Selbsterschaffende, das Wachstum zu finden, dass man endlich, weil man ist ja, man hat sich ja nicht umsonst dem zugewandt, ne, und gesagt, ich schaue mir das jetzt ganz genau an, weil man will ja irgendwann damit fertig sein. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Endlich haben wir es geschafft, der beiden Brüder. Die Biberbrüder sind wieder für euch da. Und es muss ein kleines Sponsoring raushauen am Anfang. Denn ohne den Fred wären wir jetzt nicht hier. Ich habe gerade neue Kopfhörer bekommen, meine alten sind kaputt gegangen. Shoutouts an den Jungen. Auf jeden Schön. Fall. Liebe an Fred. Ja, das gestern war das. Ich habe das gar nicht mehr im Blick gehabt, dass ich heute ja auf jeden Fall welche brauche. Ja. Und da hatten wir eine schöne Portion Glück, die uns jetzt zusammenführt. Und deine Planung? Du hast den Termin, wir haben heute einen Montagstermin. Oh, völlig Na? außerhalb der eigentlichen sich immer Der eigenen. wiederholenden Strukturen, die uns Oh ja, die wir so eingehalten haben. Ja. Ja, wir haben ja noch keine, ne? Bei uns ist das ja alles noch chaotisch im Endeffekt. Aber wir versuchen es nicht dreckig zu machen, sondern, wie sagt man das? Einfach nur ein bisschen unordentlich, ne? Das ist schon okay. Aber halt mit einem Aber gewissen Konzept irgendwie schon. ja, aber das Ja. ist ja auch immer die Frage, ne? Weil ich habe ja gesagt, zum Beispiel Dreck ist ja was anderes als Unordnung. Da habe ich heute drüber nachgedacht. So. Es Ah. gibt Leute, die sind sehr unordentlich, aber du findest eigentlich fast keinen Dreck in deren Wohnung. Wiederum gibt es Leute, die an sich wenig Sachen haben, zum Beispiel, aber die dann einfach voll rumsauen. Ja, auf jeden Fall. Dem bin ich beiden schon begegnet. Kann es sein, dass du ein bisschen zur ersteren Ordnung gehörst? Also, dass es bei dir immer recht viele Sachen rumliegen und so, aber es ist Ja. nicht richtig dreckig. Also, ich habe ja mal für 2 Wochen bei dir genächtigt, hausiert und den Eindruck hatte ich. Also, die Flächen oder irgendwie so generell, es war nie wirklich richtig dreckig, sondern es war einfach nur ein bisschen chaotisch, Ja, so. mir kommt es auch vor, als wenn bei den Leuten, bei denen das wirklich
auch einen Konflikt auslöst innerlich, wenn die mich besuchen oder so, da kommt es mir auch so vor, als wenn die das wirklich einem dann auch so vorwerfen, das wäre dreckig. Weißt du, die sehen dann so Dreckherde, da wo einfach eigentlich gerade nur ein, zwei Sachen übereinander stehen und ein paar Kabel aus einer Kiste gucken oder so. Also das ist für die Leute oft das Gleiche, aber genau, es ist eigentlich eben genau was Unterschiedliches. Und wenn ich zum Beispiel aufräume oder aufräumen lasse, was aus Versehen manchmal passiert, weil Leute das so gerne tun und ich so viel Potenzial dafür biete, dann finde ich gar nichts wieder. Dann bin ich nachher ganz sauer. Ich bin ganz ungehalten. Ich bin so allein in meinem Zimmer und denke so, oh, ich finde wirklich nichts. Also den Gürtel finde ich nicht wieder. Ich finde, auch wenn ich es brauche. Ne? Und sonst in dem Chaos weiß ich eigentlich immer schon ganz gut, wo die Nadel im Heuhaufen ist, ne? Ja, das ist ganz wichtig. Also ich hab früher tatsächlich, also früher sagen wir jetzt mal so vor 6 Jahren oder so, schon noch einen ganz anderen Stil gehabt. Also da war es immer ziemlich dreckig, aber auch unordentlich. Also so wirklich diesen Absprung habe ich erst so mit Mitte 25 geschafft, oder Mitte The 20. worst of both In worlds. der Mitte des Jahres 2025 war ja. Die Abschlussklasse der Jugend. Ich hatte auf jeden Fall sogar noch ein Thema heute mitgebracht. Hast du denn auch Themen? Ich habe auch Themen. Ich habe mir tatsächlich mal eine kleine Liste hier gemacht, falls uns die Themen zwischendurch ausgehen oder ja. Ich komme ja gerade vom Einkaufen zurück und währenddessen habe ich dann mir nochmal überlegt, hey, dieses Format, wenn das so alle 2 Wochen oder jede Woche einmal stattfindet, ist auch eine super Gelegenheit, einfach über Themen zu sprechen, die einen gerade so umtreiben. So eine Art irgendwie Tagebuch mit seinem Bruder zusammen. Irgendwie Ja. entfernt vielleicht. Ja, was denn passiert, ne? Also, wir können ja mal Genau. sagen, wir fangen mal mit den Banalitäten des Lebens an, oder? Ja. Ey, bei uns ist voll viel Schnee, Thilo. Das ist unglaublich. 1,50 Schnee vor der Tür. Oh Mann, Warnblinklicht stehen die Autos nur noch an der Straße. In die kleinen Gassen kommst du nicht mehr rein, ne? Voll Überall krass. sind so Schneeverwehungen, die von den Dächern. Also ich kriege hier Visuals geliefert, ne, im Münsterland. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten geredet, seit 6, 7, 8 Jahren oder so gab es sowas nicht mehr. Und auch da, ne, Schnee ist ja jedes Mal einzigartig und der hier wirft so schöne Dünen, ne? Die Natur zeigt ihre schönsten Kurven. Und man muss erstmal das Eis brechen, um sie kennenzulernen, sag ich mal. Ne? Ja. Genau, und dann natürlich Schnee schippen, gestern Schnee geschippt, heute Schnee geschippt. Dann bin ich heute Morgen früher aufgestanden, um zur Arbeit zu gehen. Meine Arbeit ist ein bisschen außerhalb der Stadt und da brauche ich eigentlich so eine halbe Stunde mit dem Fahrrad und heute habe ich 1 Stunde und 15 Minuten gebraucht. Yo. Ja, und dann wieder Schneeschippen. Also der ganze Tag ist voller Laufen, Schippen. Ich habe jetzt gerade auch, ich war einfach erschlagen, lag ich noch im Bett. Es war keine Müdigkeit des Geistes, sondern eine Müdigkeit des Körpers. Na, wenn du Ja. einfach so merkst, ui, der ist ja außer Blei auf einmal. Eine Frage, die mich natürlich jetzt umschleicht. Hast du denn dabei trockene Füße behalten können? Weil ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Praktikum gemacht in einem Kurort Für Pinguine. für das dort Pinguine. ja für das Amt, was die ganzen Grünflächen und generell so die ganzen Flächen da instand hält. Und da habe ich Jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Wenn du Amt, ne, und Grünfläche davor sitzt, dann hast es. Das ist nämlich das Grünflächenamt. ja, das war mehr so das Hausmeisteramt, ne? Aber ich glaube, Ja, aber das heißt, also es ist das, eigentlich was das sich um Gleiche, ne? Grünflächen kümmert, heißt Grünflächenamt. Auf Ich jeden kann auch gerade Fall nachgucken. hatte ich da immer Okay. ganz durchgesippte Schuhe. So. Oh, aber was hast denn du für Schuhe? Das ist ja, glaube ich, das Modell, weißt du? Es kommt auf ein Modell an, Ja, ne? ich Ist es glaube, jetzt das ein. waren so Springerstiefel, die mir einfach da Wow. oder sowas in der Richtung so, Ja, wahrscheinlich dann wirklich Arbeitsschuhe, die mir ne? gestellt wurden. Genau, so normale Arbeitsschuhe. Hattest du so eine feste Kappe vorne? So eine Stahlkappe oder Ja, so? sowas in der Richtung. Also solche Schuhe habe Ja, ich solche habe heutzutage ich auch auch. wieder. Aber das hat den Ja. Schnee irgendwie nicht aufgehalten, weil ich war ja nur Praktikant und habe dann nur so minderwertiges Schuhwerk bekommen.
Ah, okay. Du hast den Rotz aus dem Lager bekommen. Das Schöne ist bei dem Job, den ich hatte, dem geologischen Dienst, der geologische Krieg, beim geologischen Dienst, da haben wir die am Anfang gestellt bekommen. Dadurch waren die ziemlich neu. Und die habe ich jetzt auch noch und die habe ich einfach getestet. Und funktioniert alles supi. Der Schnee ist aber auch wirklich, also hier ist so viel Schnee gefallen, dass du nicht dieses Ding hast von wegen, es ist nass. Weißt du, ich bin auch einfach in meiner Jeans und mit einer langen Unterhose losgelaufen. Ah, Und da okay. ist ein bisschen Schnee zwar drauf gefisselt, aber der ist sogar meistens noch in der kristallinen Form geblieben. Dann hast du ein, zwei, dreimal dich abgeklopft und am Ende warst du halt überhaupt nicht nass. Der Witz war, was passiert ist, dass ich mich einfach so warm angezogen habe heute Morgen, dass als ich dann bei meiner Arbeit war, ich war einfach komplett verschwitzt. Ja, das hatte ich auch schon, ja. Also das Wie kenne dumm ist das denn? ich auch. Zieh dich warm an, Kind. Und dann, Mama, ich habe geschwitzt. Ja, während meiner Praktikumszeit auch mit dem Schneeräumen und so, da habe ich auch, also da, was war auch sehr schweißtreibend, ja. Unter der dicken Jacke Seid ihr dann an. bei diesem Amt, das Grünflächen bearbeitet, immer so rausgefahren und habt Grünflächen irgendwie klar gemacht, also schön gemacht? Oder was war denn die Winteraufgabe dann? Also wann warst du da mit dem Schnee konfrontiert? Ja, also ich habe ja da angefangen und wurde dann direkt schon, ich glaube, um 5 Uhr daher bestellt und habe schon, ja, Schneeräumdienst gemacht. Das, was der Tamato in unserem noch Nachbarschaftspodcast Die fürchterlichen Freunde auch macht. Der hat ja auch Ach was. Schneenotdienst und in Österreich und bei Wien, ne, sind die ja, und der musste jetzt in Ah. den letzten Wochen auch schon öfter raus und musste deswegen auch immer mal wieder irgendwelche Termine verschieben und so. Der ist da auch Ah. am Start. Die haben da auch wahrscheinlich viel mehr Schnee oder was? Jetzt gerade Das gar hört sich ja nicht. so an, Also ne? er hat mir heute Weil du Morgen meintest, noch. der hatte mehrere Termine. Er hat mir heute Morgen noch ein Video aus seinem Fenster gezeigt und die haben schon, da ist schon wieder alles geschmolzen. Also Okay. Oh. ganz kurz zur Lage in Das heißt, die hatten Flensburg. das jetzt, was wir hier vorher hatten, oder was? Ja, Was wir jetzt haben, ich glaube nicht Entschuldigung, was ganz so wir jetzt haben, krass. hatten die vorher, ne? Ich glaube nicht ganz so Stimmt. krass, nee, so heftig wie Okay, bei euch. okay. Also, das erinnert mich nur an vor 3 Jahren muss es ungefähr gewesen sein. Da hatten wir eine Woche lang das hier auch in Flensburg. Ja. Da waren wir irgendwie sogar international irgendwie den Nachrichten oder so, weil das nur so um Flensburg ein paar Kilometer drumherum war. Und sonst Ah, ja, ja. heute Morgen habe ich die gesehen auf Instagram schon, wie ein Polizei war. Also so ein Polizist sollte eigentlich ein Interview geben und die sind so im Studio und sind so, ja, jetzt schalten wir zu dir, Rudolf. Was sagt denn die Polizei zu der Lage? Und dann siehst du so Rudolf mit dem Mikrofon da so stehen, so, ja, also die Polizei hat zu tun. Und dann sieht man so im Hintergrund, wie die versuchen, den Polizeiwagen so aus dem Schnee zu schieben. Also die Oi. hätten nicht mal Zeit für ein Interview. Die Polizei schleppt hier gerade die Polizei ab. Und das ist alles im Rahmen einer Nacht gefallen, oder? Also ich glaube, das ging Samstagabend los insgesamt so. Und dann hat sich das halt über Sonntag, ich weiß nicht, ich guck mal gerade, jetzt hat es aufgehört. Also es hat aber auch den Tag über noch geschneit, ne? Jetzt hat es gerade aufgehört, so in den letzten paar Stunden. Jo. Und wir leben jetzt hier auf jeden Fall so richtig schön am Nordpol, ne? Einem fallen die ganzen Weihnachtslieder ein. Weihnachtlichste Stimmung, die Menschen grüßen sich alle, ja, es ist unglaublich. Die Promenade ist voll von Skifahrern und Snowboardern. Heute, als ich nach Münster wieder reingelaufen bin, ist vor mir einer mit Langstreckenski die ganze Zeit so ding, 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 gelaufen. Oh ja, so ein Video habe ich neulich auch mal gesehen bei Instagram. Also ja, Ja, das kenne ich ja. und das haben wir gerade alles in Real Life. Die ganzen Instagram-Videos haben wir gerade alle in Real Die Life. kommen alle gerade aus Münster, Aha, ja. ja, die Sache ist ja, aber der Witz ist, was ich gar nicht wusste, ist, Akkus funktionieren schlechter bei Kälte, genauso wie Batterien und so insgesamt. Wusste ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall ist mein Handy heute extrem schnell ausgegangen und ich wollte natürlich auch ganz viele coole Winter-Stories machen. Aber habe ich nicht. Ich habe dann irgendwann mich entschlossen zum Genießen, weißt du, zum wirklichen, zu der Sensation, weißt du? Nicht zu den Berichterstattungen, sondern zu der Sensation, weißt du, die zu erleben. Ja. Teil davon zu sein.
Ja, also mir würde wahrscheinlich auch gerade total das Herz aufgehen in Münster, weil Schnee ist eins meiner absoluten Lieblingselemente, auch wenn das vielleicht jetzt wissenschaftlich nicht ko die korrekte Bezeichnung ist, aber Be snow, my friend. genau, so Schnee liebe ich auch wirklich. Und das, ja, damit verbinde ich auch eine ganze Menge. Also jedes Mal, wenn irgendwo in irgendeinem Videospiel, in einer Serie, in einem Film auf irgendwelchen Darstellungen oder so Schnee vorkommt, dann bin ich immer so. Also das ist für mich immer so ein Verkaufsargument. Ah, da denke ich jetzt an die Tokyo Grandfathers. Ja, Kennst du die noch? genau. Ja, ich habe doch sogar Die ein Geschichte über die Plakat von denen Ausgestoßenen noch bei mir. der japanischen Arbeitsgesellschaft. Ja, die Die, die, Obdachlosen, genau, die. die ein kleines Kind finden oder ein kleines Baby finden und Man kann jetzt auch sagen, die Obdachlosen, aber sie sind ja noch mehr als das. Also da haben wir ja einmal sozusagen den Charakter zwischen den Geschlechtern. Einer Transe und wir haben einmal, glaube ich, was ist mit dem kleinen, die kleines kleine Mädchen, was von Dame? zu Hause abgehauen ist. Genau, die Problematik der Jugend sozusagen in sich als Charakter birgt. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was der Typ war. Ich glaube einfach grob schlechtiger Alkoholiker, der aber eigentlich eine gute Seele hat. Ja, genauso, der irgendwie auch ein, sich durch Sportwetten irgendwie ruiniert hat und sowas, ne? Der Genau. Gambler. Der Gambler, genau, sehr schön. Und diese Leute, diese drei Charaktere, finden im weihnachtlichen, verschneiten Tokio ein Baby, ne? Ja, genau, ein Müll. Ja, Tatsächlich. das ist ja nicht cool. Da gehört es nicht Das hin, ist nicht denken sie cool. dann. Und dann geht die Geschichte los. Genau, sie machen sich auf die Suche nach den Eltern. Das ist ein großartiger Anime von Satoshi Kon. Ich werde den Trailer im Anhang Insgesamt anheften. ist die Diskografie von Satoshi Kon unglaublich. Ich habe mal von dem auf Ja. YouTube einfach so eine, wie sagt man das, so einen Biopic gesehen Oh. über die Filme, die er gemacht hat. Und das ist einfach nur, also du fasst dir einfach nur an den Kopf, weil die Themen sind jedes Mal komplex. Es ist jedes Mal etwas, was so noch nicht gemacht wurde. Es ist, weißt du, ich glaube Perfect Blue ist sogar auch von ihm, ne? Ja, genau. Ja, der kommt, der kommt jedes Mal auf jeden Fall richtig hundertprozentig rüber da. Paprika ist von dem Ja. oder Memories und so weiter. Das ist, Vielleicht verlinkst du einfach seine Wiki und nicht jeden Film. Ja, ich guck mal, Dann was ich da. sparst du dir ein bisschen Zeit. Das ist seine Diskografie. Klickt euch selber durch. Ja, und natürlich die hier Paranoia Agent, die Serie, die Ah. Anime-Serie, die. Hast du da mal reingeschaut? No, da bin ich bei null. Also bei null Informationen. Ich fand immer den Titel irgendwie ganz cool. Aber ich mochte die Bilder nicht in der Animania damals. Irgendwie mochte Ah, ich den okay. Style nicht oder so. Ah, der ist auch wirklich schön. Also das kann man sich durchaus mal anschauen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der jetzt so die krassen Löcher in seiner Diskografie hat, die man nicht einfach. Also ich glaube, das sind alles Perlen. Ja, der lebt ja leider schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Ah, Ja. er ist sein Leben ein Diadem und die Filme und seine Machenswerke, die Perlen eingefasst in das Gold. Ja, auf jeden Fall für mich neben Watanabe, also der Schöpfer von Cowboy Bebop und Otomo, der eben Akira gemacht hat, einer der ganz, ganz großen in der Anime-Industrie oder in der Anime-Schaffens. Ja. Aber was Welt. ist denn mit, warte mal gerade, da muss ich googeln. Hast du noch Aber jemanden? was ist denn mit, warte, Anno. Mit Watanabe. Herr Anno. Und zwar mit Vornamen, ich muss da mal rein. Der Herr Anno, der hat nämlich Neon Genesis Evangelion gemacht. Okay. Und Neon Genesis Evangelion, habe ich erst vor kurzem gelernt, ist einem ganz bestimmten Genre zuzuordnen, das so viel heißt wie die Geschichte der Krise einer Welt in einer Beziehung oder so. Ausgetragen in einer persönlichen Beziehung. Bäm, Alter. Da war ich erstmal so, okay, das kann überhaupt ein Genre sein. Und genau, es ist der, habe ich gerade schon gesagt, na, wie er heißt. Hideaki Anno. Ah Genau. ja, okay. Ja, ich war Hideaki Anno. als Kind oder Jugendlicher ganz großer Fan dieser Zeichnung. Also ich habe die Serie damals gar nicht, noch gar nicht gesehen, sondern ich habe immer
die ganzen Bilder abgezeichnet. Das war so meine erste richtige Berührung mit dem Genre Anime. Und der eigentliche kam dann selber später auf ein paar Videokassetten, die ich mal von einer Freundin ausgeliehen habe. Und der hat mich krass überfordert. So. Er hat so viel mythische Symbolik, so viel Okkultismus, so viele verschiedene Religionen. Irgendwie packen die da alles rein. Und ich glaube, das versucht, weißt du, dieses Genre, wovon ich gerade gesprochen habe, ich suche das auch gerne nochmal raus, wie das heißt. Weißt du, der versucht halt irgendwie dem gerecht, ich glaube, das Genre versucht eher der Handlung gerecht zu werden, als das, weißt du, dass es umgekehrt funktioniert. Wie meistens, wo man sagt, das ist Action. Ganz klar, weil man Action reingepackt hat. Ja. Ja, und da ist ja tatsächlich einiges schiefgelaufen zum Schluss der Serie. Ja. Und zwar sind in den letzten 3 Folgen das Geld ausgegangen. Und deswegen haben die nur noch ganz, ganz spärlich alles animiert und es ist kaum noch irgendwie große Settings da gewesen oder Action und so weiter. Und sie haben sich in so einem philosophischen Wirrwarr dann irgendwie, haben sie es enden lassen. Also das Allerdings. Wir war, ist Ihnen jetzt vorgeworfen. Das kann noch sein, dass du einfach drauf geguckt hast und gesagt, Ja, das ist also nicht ein das Wir. sagen aber viele Ja. auch und das wird teilweise von. Ja, aber das Gegenteil wird auch von vielen gesagt und deswegen wollte ich jetzt einfach mal Nee, ich bin ja noch Teufels nicht. Advokat spielen. Ich habe ja noch nicht. Also es gibt ja noch eine Weiterentwicklung. Und zwar haben sie ja dann ja noch zwei, als die Serie diesen großen Erfolg hatte, haben sie dann noch 2 Filme nachgereicht. Also Anime-Filme auch. Und da wird dann wirklich mal das Ende gezeigt, wie sie sich das eigentlich gedacht haben und auch mit dem Aufwand und so. Ja. Aber ich habe tatsächlich irgendwie, es spricht mich nicht so an. Also ich habe immer wieder meine Anime-Phasen, aber da bin ich lange nicht mehr wirklich dabei gewesen. So, ich kann nur noch erzählen aus meiner Kindheit und was ich mal so die Jahre über aufgeschnappt habe. Oder meiner Jugend. Ich glaube, ich habe es als Jugendlicher gesehen. Hast du denn gedacht, was wäre das für ein Anime? Weil du hast ihn ja so viel gezeichnet. Du musst ja fast schon eine eigene Geschichte ausgedacht haben. Nee, also die Geschichte die war schon recht klar, weil ich hab mal die Mangas, die lagen mal bei einem Kumpel rum, dem guten Skelly, den wir auch aus den fürchterlichen Freunden kennen. Ihr habt da alle, ne? Da sind sie alle. Da sind sie alle. Ihr habt sie alle da. Ich habe sie alle da. Und der Rest kommt dann auch dazu. Ich Ja. hab sie alle. Genau. Und nee, die Grundgeschichte war mir schon irgendwie klar. Es geht ja darum, dass die Erde von so Engeln angegriffen wird, solche riesigen Kreaturen aus dem All, glaube ich. Und dann gibt es halt extra konstruierte Mecher, also solche Riesenroboter, die gegen diese Engel kämpfen können und aber nur Kinder können oder Jugendliche in einem gewissen Alter, ich glaube so mit 14, 15 oder so, können die steuern. Und Ja. um diese Kids dreht sich's dann halt. Genau, Baumkuchen, sagt der eine, als er, der sitzt auf einmal in einem deutschen, ihr müsst euch vorstellen, der eine davon ist so ein deutscher Roboter und eigentlich wird er von einem deutschen Kind gesteuert und das ist dann auf einmal weg und auf einmal Ja. sitzt dann ein japanisches Kind drinne. Ich glaube sogar einer der Hauptcharaktere und dann soll er den irgendwie steuern, weil die natürlich voll Schiss haben, dass jetzt der Engel gleich die Welt irgendwie ausradiert. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist Baumkuchen. Okay. Und dann sagt er einfach Baumkuchen. Und ja, es passiert halt nicht so viel. Also ich habe jetzt noch mal zu dem Genre gefunden. Ja. Das heißt Sekai-Kei. Und Sekai-Kei heißt World. Und Sekai heißt World und Kei bedeutet Type. Also sozusagen World Type. Oder auf Englisch The Motive of the Crisis of a World. Dies ist ein japanischer Terminus für ein Genre, welches nicht klar definiert ist. Jedoch kann man es grob so zusammenfassen. A disaster story involving a romantic plot between a boy and a girl, where the girl fights a wider society, is often avoided or obscured. Their relationship ultimately ends up depending on their fate and vice versa, the fate of the world depends on them. Also, weißt du, einmal auf Deutsch, sozusagen eine Disaster-Geschichte, die einen romantischen inneren Plot zwischen einem Mädchen und einem Jungen birgt, aber die Geschichte und ihre Beziehung und wie die sich sozusagen ausspielt, bestimmt nicht nur ihr persönliches Schicksal, sondern auch das Schicksal der Welt und andersrum.
Ja, genau, das ist sehr gut beschrieben und auf den Punkt Das ist gebracht. geil, geil. Werden da noch andere Beispiele irgendwie aufgezählt, was dann noch so dazu zählt? Ich habe mich da, ich habe jetzt, also, das geht jetzt ein bisschen weit, aber wir können gerne so weit gehen. Ich lese, ich habe nämlich von Christopher Howard jetzt gerade angefangen, The Ethics of Sekai Kei, zu lesen. Das ist Oh. im Endeffekt ein Vergleich oder er benutzt Hiroki Azuma als Referenz. Das ist aber kein Mangaka oder Animateur, sondern das ist einfach nur ein Theoretiker. Und wenn wir den jetzt eingeben als Normalsterbliche, finden wir japanische Texte. Schade. Und er bezieht sich auf Slavoj Žižek. Der ist ein Philosoph. Ich weiß gar nicht, wo er geboren ist. Ich glaube, Polen, Ukraine. Genau weiß ich es nicht. Aber Den Namen habe ich auf roundabout jeden Fall schon mal gekommen. gehört, ja. Der hatte vor ein paar Jahren ein sehr Aufmerksamkeit erhaschendes Wortgefecht mit Jordan B. Peterson. Wem dem was sagt. Intellectual Dark Web, sagen die Leute dazu. Ja. Ja, genau. Und wer sich auf jeden Fall in Sekai Kei gibt das einfach ein. Es gibt bei YouTube auf jeden Fall genug Videos, die das Sekai-Kei erklären. Und da gibt es dann auch mehrere Beispiele als nur eben dieses Neon Genesis Evangelion. Zum Beispiel können wir ja einen Sekai-Kei-Ansatz eigentlich auch in Matrix sehen, wo, Achtung, Spoiler, ganz am Ende Neo und Trinity sozusagen gemeinsam in die Maschinenstadt fliegen und Ja. sich das dann ja auch auflöst, ne? Zwischen denen so ein bisschen. Und diese Krise sich auch in der Krise der Welt auflöst, ne? Genau, das ist guter Vergleich auf jeden Fall. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch oft so, dass der Mensch sich entscheidet, sozusagen etwas von beiden zu lassen, weißt du? Entweder die Welt zu retten oder die Frau oder den Mann, weißt Ja. du? Ja, genau. Und ich mache jetzt auch sowas. Ich mache jetzt so ein Album. Ich mache jetzt ein CKK-Album. Ach was, wirklich? Also ich habe 2014 mal ein Album angefangen und durch verschiedenste persönliche Umstände ist es nie dazu gekommen, dass es fertig geworden ist. Und jetzt habe ich das mit diesem Fred, von dem ich auch die Kopfhörer habe, danke sehr an dieser Stelle, nochmal, habe ich auch, genau, hab ich, mit dem habe ich das Album früher gemacht und jetzt haben wir wieder angefangen dran zu arbeiten und dann haben wir das festgestellt und dann waren wir so voll cool, lass mal gucken, was das bedeutet und weißt Hat der du? zufällig so längere Haare oder so einen Zopf? Weil ich Also kann der mich hat ganz dunkel erinnern, dass ich den mal kennengelernt habe bei dir vor vielen Sidecut, Jahren. sehr schlanke Figur, groß gewachsen, Sidecut, Ja, ja. oft die Brille weggelassen, aber hat eigentlich eine Brille. Und ja, so schwarze Haare, die gerne hinten zu einem Dutt zusammenlaufen. Genau, du warst nämlich mal mit dem bei uns zu Besuch in Ja, Kappeln auch. korrekt. Und damit so ein Jet Set Radio gespielt und so. Da habe ich den kennengelernt. Weil der Name Genau sagte mir die der. ganze Zeit auch schon was. Ja, cool. Ja, und Ja, und das. jetzt kann ich mich sogar erinnern, dass ihr damals auch davon gesprochen habt, dass ihr zusammen was aufnehmt. Und du hast mir das sogar am PC damals gezeigt. Und ich weiß noch, dass ich. Also es waren, glaube ich, nur die Beats. Also es waren nur irgendwie die Beats fertig und so. Und ich habe Ja. es gefeiert auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, dass ich Geil. das sehr cool fand, ja. Sünde, Digga, das geht wieder los, Digga. Guck mal, weiß wieder alles noch. Musste nur einmal Ja? abgerufen werden. Ja, und ich wusste halt gar nicht mehr, aber als sobald du gesagt hast, dass wir natürlich einmal oben waren bei dir, war ich so, natürlich waren wir da. Ja. Bruder, wir haben doch den Umzug gemacht. Ich weiß gar nicht mehr Genau. welchen. Und Frauke hat ihn bei Def Jam mit verprügelt. Also, Ja, da hat er sich weiß bestimmt ich noch. richtig aufgeregt. Er regt sich Ja, ja auch immer gerne genau. auf. Weil sie hat einfach so irgendwelche Knöpfe Hurensohn. gedrückt Ah, mit was Snoop für Dogg und Schande. hat ihn durch die Mangel genommen. Ja, was Snoop Dogg, overpowered Character, wenn du mich fragst, für Def Jam. Ja, ist ja auch so. Deswegen hat sie auch gewonnen. Sie wusste einfach, wie man die Character Choice macht, ne? Ja. Digga. Digga. Genau, wenn ich weiß, wovon wir reden, Digga. Def Jam ist ein
Fighting-Spiel, Beat'em-up-Spiel für PlayStation 2 und GameCube und Xbox, glaube ich, auch, Ja. wo man die ganzen Def Jam gelabelten Rapper spielen kann. Also sozusagen Def Jam, für die Leute, die das wiederum nicht wissen, ist ein Hip-Hop-Label. Def Jam Records. Jetzt Und kommst da du sind ins Spiel, natürlich genau. richtig viele coole Sachen wie Omar Epps oder Fat Joe oder Warren G. Warren G-Man, OG der ersten Stunde. Papa Sparks ist auch mit dabei, den hast du ja damals auch sehr gern gehört. Ich mochte den so gerne, ich weiß gar nicht Ich warum. weiß noch, du Ich hast ihn glaube, ich richtig viel mochte. gehört. Ich muss den auch wieder hören, Digga. Jetzt, wo du es sagst. Alter, Sparks mit 3X, der war auf jeden Ja. Fall explicit, Alter. Und halt überhaupt nicht explicit. Der war so zugeschnitten auf so die 13-Jährigen, auf diese Hörerbase, so, weißt du? Aber Ja. der war auch nicht kacke halt, ne? Also lass ihn sein, gib ihm Nee, sein Fett, auf keinen ne? Fall. Also ich habe das auch immer gern mitgehört damals so. Gib ihm sein Gold machen. Ich war ja damals noch mehr so im Punk und Rock irgendwie unterwegs. Ja. Aber das fand ich auch immer schon cool. Also. Baba. Ja. Baba the Hutt, Alter. Papa da hat. Ja, genau, und auf dem, warte mal, erstmal das Ende Ja, lass uns für dieses erstmal irgendwas Spiel. absch irgendeine Ja, K Klammer das ist die Klammer dieses Spiels zu abschließen. machen. Weil, auf jeden Fall weiß ich noch, wie ich krank war und das gespielt habe. Und mich hat noch nie ein Spiel so doll aufgeregt wie dieses Spiel, weil ich habe es einfach nicht geschafft zu gewinnen. Ich wusste nicht, wie das geht. Ich habe noch nie so Wrestling-Kampfspiele gespielt und ja, habe die ganze Zeit nur Ja. verloren. Und dann habe ich natürlich, glaube ich, sogar dieses Spiel durchgespielt. Ja, das Obwohl war auch ich nicht so einfach. lang, also das kann man in 2, 3, 4 Tagen durchspielen. Ja, ist ein Casual-Game auf jeden Fall. Ist für Aber ich kann Kasi, es sehr wie empfehlen. mich. Es ist Ja? wirklich sehr Ist cool. es gut gealtert? Hast du es noch? Ich Hast du habe noch eine das noch, Version? ja. Ich habe das für die PS2 hier. Da müssen wir vielleicht müssen wir mal ein bisschen Def Jam nächstes Mal. Auf die Ja, gute alte Zeit uns verprügeln. das können wir gerne machen. Ich weiß nur, dass es irgendwie einen Fehler mit der Memory Card gab, dass das Spiel immer wieder alle freigespielten Sachen wieder gelöscht hat. So. Ja, dann halt Speedrun. Ja, gucken wir mal, ne? Also sehr, sehr gerne. Aber da müsste ich auch noch einen zweiten PlayStation Controller auftreiben. Ja, den bringe ich dann mit Den natürlich. bringst du dann mit. Sehr Ja, gut. da werde ich vorher hier die Leute einmal, ne, mit der Pistole besuchen und sagen, gib mir schnell den Controller, ich muss mit meinem Bruder zocken. Aber was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema Schnee, wo wir gerade sowieso schon über Musik geredet haben, hast du Musik, die du besonders gerne in dieser kalten Jahreszeit hörst, jetzt fernab von Oh, oder die du ich damit habe auf. verbindest, fernab von jetzt mal typischer, so dieser typischen Weihnachtsmusik? Das hattest du ja vorhin auch Alter, schon angesprochen, so. jetzt kommt, Digga, Oh. Vorlage des Jahrhunderts, Alter. Alter. Alter, die du mir gegeben hast, auf Ja, jeden Fall dafür bin ich gerade. da. Torwart ist zu Hause noch, Alter, ich stehe vorm Tor. Okay, also, hier geht es um Franz Clochon. Ich weiß nicht, wie Franz auf Französisch heißt. Frau. Front, ja, stimmt. Oh, die wollen aber AdGuard und AdBlocker hauen die mir hier rein. Ich wollte euch natürlich direkt die Seite zeigen. Und es ist, die Seite heißt, oder was ihr suchen müsst, ist Mechanique Vivante. So, ja, und es ist so, dieser Franz Clochard, ja, Mechanique Vivante, der Browser will mich nicht drauf die Seite lassen, der sagt die ganze Zeit, dass das nicht geht, weil der virenverseucht ist. Weil Okay. Rassismus. Weil Rassismus, weil Franzose, weil Genau. Froschfresser. So, Ich habe jetzt das haben wir zum auch. ersten Mal gehört, ja. Ich liebe ja die Franzosen, aber bitte, bitte lernt auch irgendeine ausländische Sprache, wie alle anderen gerade. Ja, ich glaube, Dann können wir. das ist ein Klischee, was gar nicht so sehr von der Wahrheit weg ist, ja. Nee, leider nicht. Also man sieht das alleine so an Protestbewegungen oder so, wie langsam, also wie krass die Barriere zwischen Deutschland und Frankreich ist, obwohl das so Nachbarländer sind. So von der Verständigung, also zum Beispiel zur Zeit der Gilets Jaunes, also der Ja. Gelbwesten, dieser Jo. Arbeiterbewegung und Arbeiterinnenbewegung, die sich damals da aufgetan hat, hast sie halt fast gar nicht mitbekommen. Und wenn du danach gesucht hast, auch so Diskussionsrunden oder so, nicht mal eine kleine Übersetzung auf Englisch oder so, nix.
Weißt Wäre du, ja du hast. auch interessant gewesen. Also mich hätte das auf Ja, jeden Fall total. interessiert. Ich habe ja, ich hab ganze Samstage im Endeffekt nur damit verbracht, das zu gucken. Und nachher konnte ich so ein bisschen News-Französisch. Also so, ich verstehe jetzt so ein bisschen News-Französisch. Das ist auf jeden Fall ganz süß. Ja, ich mache mal noch mal eine kleine Klammer auf für die Leute, die es nicht wissen. Du hast dir mal auf die Fahne geschrieben oder du hast eine Leidenschaft für dich entwickelt, Demonstrationen aus verschiedenen Ländern oder aus verschiedenen Ideologien zu filmen oder zu dokumentieren, ne? Und das teilweise auch bei YouTube Ja, also hochzuladen. die Leidenschaft war ganz lange vorm Rechner und es war immer dieses komische, also viele Leute haben dann so gesagt, das ist doch irgendwie, das ist doch so Katastrophentourismus und so. Aber naja, auf der anderen Seite ist es das Volk, das halt was sagt, ne? In irgendeiner Ja, Form. Was auch immer sie voll. sagen, was auch immer die Botschaft ist, es ist sehr viel Bewegung. Es ist ein wirkliche, also in Frankreich heißt das halt auch Manifestation. Also, weißt du, es manifestiert Ah. sich etwas. Es ist nicht einfach nur, wir demonstrieren, so, sondern es ist hier eine Demo. So, hier Ja, so eine Demo-Version. ich habe tatsächlich, also wo ich auch mal diesen Funken gespürt habe, war vor einigen Jahren, als diese Mahnwachen für den Frieden in Deutschland die Runde machten. Und da habe ich mir auch relativ viele Reden da angehört und mich generell auch damit auseinandergesetzt, wie wird das in den Medien wahrgenommen, wie wird berichtet und wie ist es denn eigentlich wirklich zumindest, Naja, mit ja. diesen Mahnwachen, da habe ich sehr schnell das Interesse verloren gehabt, auf jeden Fall, wo ich eher meine Steckenpferde gesehen habe oder einfach nachher bemerkt habe, dass es mich persönlich scheinbar am meisten interessiert hat, ist Ukraine, Ja. der ganze Krim-Konflikt, Oh ja. dann also mit dem Stürmung des Parlaments als konsequent und den Schüssen einer wahrscheinlich dritten Partei. Und dann mochte ich Taxi im Platz, das war so der Einstieg, das war ja auch so mit dem arabischen Frühling irgendwie so ein bisschen verbunden, ne? So in der Türkei. Da ging es dann irgendwie so ein bisschen darum, dass die Städter langsam unzufrieden waren, weil die ein bisschen, ne, ein bisschen schneller irgendwie von der Entwicklung waren, wollten ein bisschen schneller in den Westen, westliche Werte und sowas zulassen, als eigentlich ganz Türkei schon bereit dazu war. Und dann halt natürlich Hongkong und eben Frankreich. So, das waren für mich so, also das waren auch immer, wahrscheinlich ist auch die Distanz, für mich war das immer schön, dass das diese Distanz hatte, eben, dass es nicht mein Land war, dass ich nicht irgendwie, weißt du, weil hier sind alle immer gleich so emotional involviert, ne? Ja, Also, natürlich, sehr klar. da Ja. können wir nämlich auch gleich zu kommen. Ich habe nämlich dann angefangen, Dokus zu filmen 2020 und die erste Doku war noch am 1. Mai. Eben eine linke Doku in Münster, halt am Arbeitertag, ne? Das habe ich auch gesehen bei YouTube, ja. Genau, und danach kam halt dann nur noch gemeinsam fürs Grundgesetz Demos. Und dann wurde mir natürlich eine extreme Gefärbtheit vorgeworfen, also weil die Leute dachten, dass ich das deswegen mache. Und im Endeffekt mein weiteres Interesse nicht verstanden haben. Und mir das dann irgendwie natürlich vorgeworfen haben. Aber da sind wir immer ja schnell mit den Vorwürfen, ne? Aber zurück zum französischen Teil dieser Sendung. Ja. Ja, und Mit, der Wintermusik, ne? ja, der Wintermusik. Was für eine schöne Frage. Also, ich empfehle euch auf SoundCloud, weil die anderen Seiten sind virenverseucht anscheinend. Mécanique Vivante. Und Mécanique Vivante schreibt man M. E, Accent aigu, Canique. Und Ja. dann Vivante. Ja, der hat La jetzt sicher auch was Grande bei YouTube, ne? Da wird man sicher auch Voix. was von dem finden. Dann Ich verlinke denke, da ich das findest du auch. auch was. Es könnte aber sein, dass da Le Chant des Sirenes heißt. Also der Gesang der Sirenen. Genau, aber ist auch nicht schlimm, denn der Franz Klochardt ist der Boy, ist euer Boy, ne? Und der Der hat sich überlegt, Boy das, genau. Also, wenn ihr jetzt so ein Character-Menü habt, Franz. Nennt den Franz. Und Wahl. der hat Schiffssirenen und so Alarmsirenen so umgebaut, dass er damit Harmonien und Töne spielen kann, wie eine Geige. Mit Hui, so einem, okay. mit so, der hat, der, der, das sieht so aus wie so einen Kontrabassstiel, den er in der Hand hat. Und dann hat er so ganz viele Knöpfe daran und kann diese Knopfhand so verschieben an diesem Stab.
und dadurch spielte diese unglaublich riesigen Sirenen. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass es an sich ein einzigartiger Sound ist einfach. Genau. Das kann man sich vorstellen. Und Das kann man er sich auf hat dann jeden Fall so vorstellen. sehr. Ja, auf jeden Fall. Ich finde Ja, das. oder? Ich bin schon sehr gespannt auf die Musik. Sorry, jetzt bin ich kurz auf jeden Fall, Digga. Genau, ich mag die ruhigen Lieder. Das kann ich nur sagen. Es gibt auch sehr hektische, jazzige Lieder. Finde ich ganz schrecklich. Die bringen Ja. wahrscheinlich mehr den Flavor von Sirenen rüber, aber ich mag diese Entfremdung, weißt du? Dass die Sirene nicht mehr das Warnsignal ist oder so, sondern jetzt der Heimathafen im Endeffekt. Aber hat er da so riesige Konstrukte dann, an denen er spielt, oder hat er das alles ein bisschen minimalisierterer Form? Also es gibt Videos, Entschuldigung, ich tippe ein bisschen nebenbei. Es Das gibt Videos stört von keinen. ihm, wo er halt mit einem Schiff ins Konzert, also der Hafen ist das Konzert, er steht vorne auf dem Schiff und die Sirenen hängen einfach in den Mästen und es ist halt viel zu groß. Ein Sirenenmast hat einen Durchmesser von 5 Metern und eine Höhe von 3, 4 Metern oder so. Es sind riesige Dinger, die der da gebaut hat. Wenn du das kannst, gibt es sogar einen Arte Tracks drüber, sehe ich gerade, bei Oh Vimeo. ja, die mag ich eigentlich ganz gern. Die sind immer super. Da kommt das Geld auf jeden Fall an bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ich war auch total irritiert, als ich das allererste Mal Arte Tracks gesehen habe. Ich glaube, es ging um Japan, Überraschung. Und war komplett geflasht, wie gut das produziert ist. Also Shoutouts, gab sehr wenig Shoutouts in dieser Folge, aber Shoutouts an Arte Tracks auf jeden Fall. Ja, Mann, auf jeden Echt. Fall. Und Ja. was ich bei Arte Tracks so spannend finde, ist auch, die sind dann auch manchmal wirklich die einzigen mit einem vernünftigen Artikel über so einen Künstler. Also die finden halt auch wirklich, wirklich spannende Sachen. Das Ja. finde ich so toll. Ich sehe hier gerade auch, es gibt Ach, das anscheinend finde so ich schön, einen. dass du die auch kennst. Das ist irgendwie eine gute Verbindung. Ja, an denen bin ich halt als Kunstschaffender irgendwann nicht mehr vorbeigekommen. Ne? Da die finden einen, weißt du? Ich weiß nicht, ob ich die gefunden habe. Okay. Und was genau ist denn jetzt in dieser Musik so besonders winterlich? du hast mich gefragt, was ich höre. Ah, Und okay, na klar. das ist einfach wirklich wo ich mal wieder motiviert war, mir das auf den MP3-Player zu ziehen, weißt du, und damit so durch die Straßen zu laufen. Und jetzt, wo du mich das gefragt hast und der Schnee liegt, war ich so, ich habe das noch nicht beim Schnee gehört. Aber ich muss das unbedingt mit Schnee hören. Nee, der Schnee ist ja auch erst Weißt seit kurzem bei euch, ne? Also der ist jetzt erst seit einem Tag da oder so, ne? du? Seit 2 Tagen, ja. Ja. Aber wir schneien halt richtig ein gerade. Das ist halt, also wir sind jetzt, glaube ich, so am Höhepunkt des Eingeschneitseins. Die ganzen riesigen monumentalen Haufen neben den Schützengräben, die sich durch unsere Straßen ziehen. Die Schützengräben der Unbefahrbarkeit. Ja. Und jetzt mal gucken. Also das wird auf jeden Fall. Ich habe gehört, es soll jetzt bis zu minus 10 Grad runtergehen. Das heißt, das ganze Zeug bleibt auch liegen. Okay. Ja, ich habe heute meine Nasenspitze nicht gespürt. Ich bin ja hier so ein Hobbit aus Was dem ist los, Hinterland, ey? ne? Bei uns geht ja nicht Ja. viel. Wir haben immer so eigentlich ganz ertragbares Wetter. Ja, bei uns Nicht so auch. geil. Genau. Ja, ist halt so, Deutschland ist so Hobbitland so ein bisschen, ne? Alle wollen in Ruhe gelassen werden, viele Zäune. Die Schätze sind alle irgendwo zu Hause. Alles ist Unter so ein den bisschen zwischen den alle wo. Bettlaken, ja. Ja. Oh mein Gott, es gibt solche Drachen. Das ist unglaublich. Ich habe mal Smaug kennengelernt. Smaug von Münster habe ich kennengelernt. Das war so eine alte Frau. Und die war so ein bisschen dement. Und ich kümmere mich ja oft um dann alte Menschen. Und die war so ein bisschen dement, Genau. also nicht schlimm. Aber das Ding war halt, dass sie irgendwann vergessen hatte, was wir tun. Und ich hatte sie gefragt, wo eine bestimmte Sache ist. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann fing sie an mit der ersten Schublade neben mir und hat die einfach so aufgemacht. Ne? Und da war dann irgendwie so Silberbesteck drin. Ich war so, ja, da ist es nicht. Und dann macht sie so die zweite Schublade auf und da sind dann irgendwie so Uhren drinne. Es ist so teure Uhren. Ne? Und Teure dann, alte Uhren, ja. ja, und dann ich so, ja, hier ist es auch nicht. Ne? Sag ich so zu ihr. Und dann bückt sie sich so und macht die unteren beiden Sachen auf. Das ist einfach so teures Goldgeschirr, Shit, ne? So diese Sammelteller und so ein Kram. Ne, sind da drinne. Und dann sage ich so, ja, nee, aber ist das nicht woanders? Ne, weißt du, ich weiß doch wirklich nicht mehr, was es war. Und
Dann gehen wir durchs ganze Haus und machen alle Türen auf. Und sie hat irgendwann einfach vergessen, was wir suchen, und hat mir einfach alles gezeigt. Sie dachte, sie zeigt mir alles. Sie dachte, das ist das Spiel. Es bietet Und sich an, dann. ja. Und ihr komplettes Haus, all ihre Schränke, kein waren voller Wert. Einfach nur hochwertiger Kram. Aber Tausende von Euro. Aber tausende, ey. Zehntausende. Aber wirklich. Ja, auf jeden, also bestimmt über 10.000. Ich habe eher an 100.000 und noch mehr gedacht. Aber Das war sagen wirklich wir mal, wir absurd. könnten doch nicht mit so ein paar tausend Orks da hier Helms Klamm stürmen. So. Nein. Wir brauchen viel mehr. Wir brauchen Zehntausende. Dann, gibt es ein gutes Video mit Enten? Gibt es so ein Entenvideo, Ja. wo Saruman zu Enten geht? Und es sind einfach übelst viele und die blockieren die ganze Straße. Ja, das kenne ich auch, ja. Das gibt es auch irgendwie mit Schafen oder so. Irgendwie, das ist ja so. Und Das ist so Rohan wird lustig. antworten und dann reiten ganz viele Schafen. So, jemand, der gerade, also Leute, die gerade überhaupt nicht wissen, wo wir sind bei Herr der Ringe. Und Da, 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 bevor ich jetzt da, das Herr der da, Ringe-Thema da, aufmache, da. werde ich nochmal ganz kurz meine Wintermusik empfehlen. Und Ja. zwar trägt die den Namen auch schon im Titel. Und zwar ist es die finnische Symphonik Black Metal, Death Metal, glaube ich, so ein bisschen. Band, ich glaube, sie ist auch Black, aber es wird auch sehr viel gesungen. Also so eine Mischung. Wintersun tatsächlich. Die haben mir abgeliefert. Die haben richtig abgeliefert, ja. Die sind auch nicht besonders bekannt. Also ich glaube, wenn man relativ tief im Metal im Genre drin ist, dann kennt man die schon irgendwie, aber die ja, haben so wenig Erfolg, dass die sich nur irgendwie über ja, finanzielle Unterstützung der Fans irgendwie hochhalten können. Also hier. Wer macht das denn anders? Nee, also jetzt übers Wer macht Internet. das ohne die Also. finanzielle Unterstützung der Fans, Ja, Mann? das war jetzt unglücklich ausgedrückt. Ja, aber Patreon halt, ne? Ja, Mann. Ja. Selbst organisiert, crowdfunded, gesourced, Genau, und deren Tracks sind immer relativ lang, also unter 10 Minuten kommst du da kaum bei weg. Und sind wahnsinnig komplex gestaltet, haben ein unglaublich gutes Gitarrenspiel, brachiales Geschrei bis zu wirklich sehr Ja. sanften Gesang ist alles dabei. Und das Thema ist einfach wirklich meistens Winter, also irgendwie, wie sie über ja, irgendwie schneeverwehte Felder ziehen und wie stark sie eben dieses Wetter auch oder generell diese Witterungen auch geformt haben. Und ja, oder Einsamkeit im Schnee und solche Sachen. Ne? Also schon sehr theatralisch, aber es ist perfekt jetzt auch für eben diese Schneezeit. Und in Flensburg, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, haben wir auch Schnee seit ein paar Tagen und ich habe mich sehr gefreut. Aber es ist noch nicht wirklich neu dazugekommen, aber es ist konstant kalt und es taut auch nicht so wirklich, wenn nur ganz, ganz minimal. Und heute, zurzeit haben wir auch einen ganz schönen dicken Sturm, seit Samstag auch. Also man geht nur raus, wenn man nicht, also wenn man unbedingt muss. Und ja, Das wäre dann genau. genau die Zeit, an der ich rausgehen würde, weil ich Bock habe. Ja, du hast auf jeden Fall immer die krassesten Hummeln im Hintern, die ich so kenne, ey. Also. Ja, das riecht nice, hat mich gefreut auf jeden Fall. Ich war so geil, 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 morgen laufe ich zur Arbeit. Und dann war ich so bei der Arbeit und dann war ich so, hä, war noch niemand hier? Nee, keiner hat mir die. Weißt du, der kriegt immer so Unterstützungsstrümpfe angezogen und so und alle haben abgesagt und ich bin einfach so aus, ich stapf einfach so durch den 20 cm tiefen Schnee oder so, oder noch mehr, so auf den Hof nach einer Stunde so endlich da. Ich musste mit Ja. den Wagen aus der Stadt laufen, also auf der Straße. Es gab keinen anderen Weg. Ja, so war das in Flensburg vor 3 Jahren auch. Da gab es, du konntest die Bürgersteige überhaupt nicht mehr benutzen. Die eigentliche Straße war der einzige. Autos fuhren sowieso eigentlich fast gar nicht mehr. Also das war wirklich richtig krass. Also es Genau, muss so ne? sein wie jetzt bei euch. Also Es scheint genau das gleiche circa gewesen zu sein. So Autos von sind der. komplett verschwunden unter den Schneemassen. So Kugeln sind die bei uns geworden. Ja, Weil genau. So der Wind hat halt Halbkugeln. so schöne Sachen gemacht, ne?
Ah. Habe ich einen Joke mit dem Eisbrechen schon gebracht? Ja, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Eisbrechen und sie kennenlernen. Das habe ich heute gemacht. Die Straße. Oh. Ja, jetzt ist er auch verdampft. Der ist einfach verdampft. Der Joke ist einfach verdampft. Sorry. Habe ich verkackt. Ja, aber jetzt können ihn andere übernehmen und besser an den Mann bringen. Oder Geißel als mich mal schnell Girl. selber. Ja, komm, jetzt doch. Okay. Oh geil, SM-Content? Sadomaso, ich hör jetzt 40 Minuten gelangweilt zu und jetzt kommt Sadomaso. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, genau. Ich ziehe mir mal schnell die Maske an. Die Gipfmaske. So, ich hoffe für den Ball im Mund. Kennst du den Ja. roten Ball? Diesen komischen. Ja, natürlich kenne ich den. Was ist da los? Ich habe das auch nie so richtig verstanden. Also ich Warum habe ist der rot? rein aus Interesse hat man sich natürlich schon mal so ein bisschen mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt. Und auch wenn man auf gewissen Seiten unterwegs war, ist man ja auch nicht immer komplett rumgekommen. Aber Das ist so so schön ganz. gesagt gewesen. Wenn man auf gewissen Seiten war, ist man ja nicht komplett drumherum gekommen. Ja, Mann. Ja, genau. Und aber die wirkliche Faszination habe ich nie, hat sich mir nie eröffnet. Aber ich hatte einen Arbeitskollegen, als ich damals noch bei der Post gearbeitet habe. Ich war ja mal im Kundenservice bei der Post angestellt. Und der hat das total offen gelebt und der total hemmungslos einfach darüber gesprochen so und Ja. meinte auch, dass es gewisse Erkennungszeichen im Alt, also bei ganz normalen Leuten gibt, die tragen so gewisse Accessoires mit sich rum, zum Beispiel irgendwie irgendein Accessoire am Schlüsselbund oder um den Hals oder irgendwie sowas, an dem die sich gegenseitig erkennen. Ich weiß leider nicht mehr genau, was es war. Boah, Bestimmt ich irgendwelche dachte, Art wir können von jetzt hier den Ketten. Geheimcode der BDSM-Szene Nee, platzen er ist lassen. auch nicht so genau darauf eingegangen. Also er wollte ja keinen Arbeitskollegen bloßstellen, so, ne? Weil er hat gemeint, er hätte das schon bei einigen Arbeitskollegen beobachtet. Also wenn du auf einer Fläche bist mit ungefähr 60, 70, 80 Leuten, Ah, okay. da sind ja sehr viele sexuelle Präferenzen dann dabei. Das ist eine repräsentative Schnittmenge, fast schon so 100 Leute, ne? Ja, Kann kann man man immer so sagen. gucken. Aber ich habe auch wirklich also es war eine sehr interessante Zeit. Irgendwann war die Firmenstruktur ziemlich scheiße und da hatte man auch keinen Bock mehr. War ich auch froh, dass ich da weg bin. Aber es war eine sehr interessante Zeit, was so die Leute anging. Und man hat sich eigentlich nie gelangweilt. Haha, das ist gut. Da hast du aber auch in den Callcenters, dass einfach so diese Konstellation der Kollegen so Spaß macht. Habe ich von vielen schon gehört. Ja. Ne? Die Kunden sind auf der Fuck ab, aber bei der Post war das wahrscheinlich auch alles ein bisschen chilliger. Ne? Du hast Ja, ja es kommt dann. darauf an, was du machst, ne? Also wir haben Es gibt ja halt. einen Inbound-Callcenter und einen Outbound oder so. Also weißt du, eines, das Genau, nur. genau. Ja, Oder genau. erklär mal gerade, wie ist das? Outbound ist, dass du Leute anrufst. Also das ist die ätzende Variante von Callcenter. Das ist die Und psychologisch auch, kaputt machende die sich Variante auch immer sehr oft wahrscheinlich. in der legalen oder illegalen Grauzone bewegt. Und Inbound ist halt, dass du angerufen wirst, weil du ja einen Service anbietest oder sowas in der Richtung. Ne? Also entweder Kundenberatung oder bei uns war es zum Beispiel so, dass wir uns mit der Webcam, also das war tatsächlich auch mit Webcam und ich saß da mit Krawatte und Hemd und teilweise auch manchmal mit Blazer und so. Ui. Und wir haben dann Leute für verschiedenste Firmen, teilweise auch Banken oder sowas, dann legitimiert, indem sie uns vor die Kamera die Ausweise gezeigt haben und wir haben dann Fotos davon geschossen und haben dann, also im Grunde wie an einem Zollschalter, wie an der Grenze, man muss da gucken, sind die das wirklich wer ist der Ausweis gefälscht und so weiter und so fort. So wie bei Papers, Please, nur digital Ja, so. ey, das kennst du, cool, auf jeden Ja, Leute, Fall. Shoutouts. Es gibt ja jetzt auch eine ganze Welle von Grenzkontrollspielen. Aber ich glaube, der Urvater, und ich wette, ich lüge, war Papers, Please. Es war auf jeden Fall einer der ersten, Und es war die auch von der ja. Stimmung her richtig. Du warst so, oh mein Gott, ist dieser Job scheiße. Ich kann Ja, aber meine so Familie nicht schlimm war es dann ernähren, ich wirklich. kann gar nichts mehr. Und es wurde immer nur enger und enger, so weißt du, vom Gefühl her. Du warst so, oh Gott, dieser Schalter, dieses Ja. Leben.
Ich habe tatsächlich auch von dem Spiel erfahren, weil mir ein Anrufer gesagt hat, hey, das ist ja bei Ihnen wie bei Papers, Please. Und ich so, hä? Was ist das denn? Ja, gib das mal bei YouTube ein, dann weißt du schon. Und dann, ich glaube, ich bin aber erst Jahre später dann bei Rocket Beans drauf gestoßen. Ah, okay. Also So, bist du nicht dem Tipp des Kundens gefolgt, nee, sondern für mich klang das erstmal so langweilig, so, ey, das ist doch überhaupt nicht meine Art von Spiel. Ich meine, ich mache das selber schon als Beruf. Aber ja. das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel mit einer coolen Story auch und einer tollen Atmosphäre. Also, Tony es geht Hawk halt findet ja darum, du auch bist in Tony Hawk's einem. Pro Skater gut. Tony Hawk findet ja auch Tony Hawk's Pro Skater gut. Ist ja auch ein Spiel über seinen Job. Ja, aber das muss er auch gut finden. Auf jeden Fall. Aber vielleicht kommt ja irgendwann Tilos Papers, please. Dann Ja, hast du auch Papers, so ein. Please kann man ja auch nochmal eine ganz andere Richtung auslegen. Ach Ja, so. Alter. Ey, Papers, please. Ey, Digga. Ey, Ja, Digga, genau. gib mal Papers, please. Hier hast du ein Blättchen. Nee, Mann, Long, Alter, Long Papers, das sind die falschen. Gib mal die anderen. Und dann musst du die ganze Zeit so hin und her, bis du alles zusammen hast, um den Gibbet zu bauen. Oh, schön. Ja. 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 Ist aber Genau, irgendwie. es geht irgendwie um ein kriegsgebeuteltes kommunistisches Ja. Regimesland. Ja, so Und du typisch. bist, genau, und die eben auch politische Leute verfolgen, also Andersdenkende verfolgen und so weiter. Und du bist halt, beginnst da deinen ersten Tag am Grenzposten in der Kontrolle und ja. Und es Zwischendurch gibt. ist es dann, und muss dann die ganzen Leute eben kontrollieren, die da auf die andere Seite wollen. In das freie Land tatsächlich. Also das Land ist so ähnlich wie bei uns in Deutschland damals, in Ja. zwei Hälften geteilt und die eine Seite ist halt die coole Seite und Und auf der anderen gibt es keine Bananen. ja, so in der Art. Obwohl ich tatsächlich in der Retrospektive sagen muss, dass die DDR im Vergleich zu dem Westen auch einige positive Geschichten hatte. Zum Beispiel dieses Zusammenhalt in der Bevölkerung und so. Ja, aber wie soll das denn jetzt, also das müsstest du ein bisschen ausdifferenzieren, weil wenn ich jetzt an die DDR denke, dann denke ich eher an die Stasi und an das unglaubliche Bespitzeltwerden, dass jeder untereinander jeden bespitzeln könne und dass auch extrem viel passiert ist, dass Familienmitglieder verraten haben. Das Also wollte ich damit auch gar nicht runterreden. welcher Zusammenhalt im Volk? Ja, so dieses, man hilft sich untereinander, man ist viel schneller. Also der Einzelne ist nicht so untergegangen in der Masse, sondern man hatte so einen, das ist zumindest das, was ich von Leuten gehört habe, die sich also auch kritisch mit der vorherrschenden Meinung über die DDR beschäftigt haben Ja, und das ist ja auch schön von und damals gut, aber erzählen. das habe ich ja jetzt gerade auch getan. Ich habe jetzt gerade auch kritisch mich damit auseinandergesetzt und gesagt, dass ich nicht mir vorstellen kann, dass das überhaupt möglich war, weil dieser Zusammenhalt überhaupt erst durch einen Geheimstaat und durch eine extreme Kontrolle des Staatsorgans erschaffen wurde. Ja, das beißt sich auf jeden Fall. Also ich. Also ich finde positiv DDR-Bierpreis. Der war richtig niedrig. Das haben die richtig gut gemacht. Ja, und Da haben. dass sie Rammstein hervorgebracht haben. Was haben die? Rammstein, ja. Ja, Ja. also es hat sich schon gelohnt, alles, ne? Allein Rammstein hat sich wirklich gelohnt. Ja. Waren die Also. Scorpions nicht auch eigentlich aus der DDR? Die Scorpions? Scorpions? Scorpions. Nee, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Also ich habe mich mit denen nie wirklich groß auseinandergesetzt. So, die waren mir immer schon recht egal. Ja, Mann, die waren so richtig so Feel Good Rock der Boomer-Generation. Ich glaube, sie haben Wind of Change und Rock Me Like a Hurricane. Mehr kenne ich nicht. Ja, Wind of Change und Rock Me Like a Hurricane. Ich glaube, das sind die Oh, du hast beiden sogar noch einen großen außer Wind Songs. of Change in deinem Portfolio. Ich bin ja alter Rocker und Mädler. Und Mödler. da, ein bisschen was muss man allgemein wissen, da ja auch mitbringen.
Ah, okay, ja, Ist verstehe. so Gut. wie wie du das beim Hip-Hop zum Beispiel hast. Ja, stimmt, hat man immer gleichzeitig. Obwohl mich Fred am Wochenende ganz viel mit Bushido und Shindy und so, die hat mir ganz viel erzählt, was sie so machen. Und ich habe es wirklich wie so eine Serie, die man nicht kennt, weißt du? Ich war so, ja, okay, ja. Ah, ja, okay. Und jetzt, dann kommt noch Flair rein, weißt du? Also so, Natürlich. und ja, und ich habe wirklich einfach nichts mehr gerafft. Also ich war wirklich so, das ist wie eine GZSZ-Serie, die ich nicht kenne. So, und ich habe auch immer vergessen, wie die Charaktere hießen, und dann war Babasart auf einmal Ja. Baba Shindy. Oh, es gibt einen Baba hier auch. Baba. Der hat sich den Namen von Baba Sparks geklaut, Alter. Fast komplett. Das S aus dem Hinternamen ist dabei, das A ist dabei und das komplette Baba. Der Ja. sollte sich was schämen. Genau, da kann man ja auch noch mal eine ganz kurze Brücke schlagen zu dem Thumbnail der letzten Folge. Da hatten wir, oder ich hatte den Rapper Rockstar mit draufgepackt, den du ja in der ersten Folge ein bisschen geschmäht hast, aber auch nur auf mein einleitendes Sticheln dazu. Ah ja, der hat Ja, auch noch was da ja. drunter kommentiert, oder? Genau, ich habe das, ich habe, ich hab, bitte. Methylhead. Im Internet bin ich ja unter Herxabu bekannt. Das ist ja auch so mein Künstlername oder mein, kann man so sagen. Und es gibt auf jeden Fall auch ein Instagram-Profil. Das ist halt auch mein offizielles. Und da hatte ich eben auch das Thumbnail gepostet. Und einen Tag zuvor habe ich, oder 2 Tage zuvor oder so, habe ich unter Rockstar, der sehr selten bei Instagram nur was postet, also wirklich alle paar Monate mal ein Bild oder so, habe ich einfach nur geschrieben, weil er irgendwie da so süß geguckt hat auf dem Bild, Liebe geht raus an dich oder sowas. Wie ich das halt so mache, ne? Und er muss dann sich so, hör, wirst du das? Ist dann auf mein Profil gegangen Wessen und Liebe habe ich bekommen? ich habe auch extra so immer ohne Smileys geschrieben, weil er in irgendeinem Podcast auch mal erzählt, dass er kein großer Smiley-Fan ist. Oh, da hast du Und dir richtig Mühe gegeben. ja, ich mag den ja auch irgendwie. Also ich weiß halt, dass ich kann mir halt vorstellen, das ist ein schwieriger Typ. Aber der hat mich auf jeden Fall auch inspiriert zum Podcasten. Oh. Generell mag ich auch von den neueren Sachen, von der Musik teilweise auch eigentlich so. Ja, auf jeden Fall, wir haben ihn Deswegen hart nochmal. gedisst, ne? Also ich habe ihn hart gedisst, du hast ihn hart verteidigt und dann hat er da Ja, so gesehen, dass halb auf dem Thumbnail von der Folge, dass er da drauf war, und auf Ja. dem Thumbnail sagt er zu mir, und ich habe erst nicht gerafft, dass es Rockstar ist, als ich das Thumbnail gesehen habe. Ich dachte Ja, einfach, mein natürlich Bruder nicht. verarscht mich ein bisschen. Da steht dann drauf, Konrad, ich bieb dich. Ey, Und Konrad, du ja. Keck, Ach ja. ich beischlafe dich, Ich ja. beischlafe dich, du Kick. Du Kek. Genau. Du Und da hat er Kek. sich dann gewundert, ne? Was hat er gesagt? Ja, erstmal nochmal zu dem Keck. Ich war so, ich habe das dann nochmal gegoogelt. So, findet Keck im Hip-Hop-Jargon statt? Und da habe ich gefunden, oh, also weil ich mag zwar auch sehr gern Hip-Hop, aber ich bin da vielleicht jetzt nicht so tief drin im Sprech. Ja, Und Flair, Keck ist oder? tatsächlich. Keck ist tatsächlich so ein aus dem Hip-Hop entstandenes Schimpfwort. Jetzt ist er. Wow. Turn back, Wikipedia, Keck Slang. Keck ist ein weit verbreiteter Internetslang mit Ursprung in dem bekannten Online-Rollenspiel World of Warcraft. Auch in der deutschen Hip-Hop-Szene hat der Begriff Verbreitung gefunden, allerdings mit einer Oh. anderen Bedeutung. Okay, aber das passt ja dann so halb zu dem, was ich gesagt habe, weil Hip-Hop hat ihn übernommen und was Eigenes draus gemacht. Also Und hat ich. das Keck, was ich in dem Thumbnail benutzt habe, schon. Ja, ich meine, es ist ein Doppeltreffer. Ne? Der Typ ist Gamer, der Typ ist aus der Gamer-Szene und gleichzeitig ist er Hip-Hopper. Ne? Und leidenschaftlicher Podcaster, ne? Ja, aber das hat jetzt nichts mit dem Keck zu tun. Das kannst du natürlich ihm gleich noch auf die Kredenzenliste schreiben, aber das hat nichts eigentlich mit dem Visus zu tun und natürlich auch mit der Auflösung. Denn in der internationalen Computerspielszene steht der Begriff Keck für das Bekannte, stammt aus dem Online-Rollenspiel WoW und ist seit 2004 dort gebräuchlich. Der ist aus dem Chat sozusagen herausgewachsen, der Begriff, als Horde-Mitglieder LOL eingegeben haben. Genau. Und der Begriff verbreitet sich sehr schnell in Computerspielszene. Okay. Ja, okay. Also wenn die LOL eingegeben haben als Horde, dann ist bei den Allianzmitgliedern Keck angekommen, weil irgendwie wurde das wohl
Damals, die direkte Kommunikation zwischen den beiden Seiten wird durch automatische Textersetzung erschwert. Ja. Das K liegt auch direkt neben dem L auf der Tastatur. Aber Okay. das E ist halt relativ weit weg vom O, Ja, ne? aber wir stellen uns ja vor, du solltest ja dann nicht lesen, was die Horde schreibt. Das heißt, also es war wahrscheinlich irgendwie random. Ach so, So, okay. genau. Und in den deutschen Hip-Hop-Szene war es so, dass einige deutsche Rapper 2002 anfingen, also noch davor, damit an, den Begriff in einigen Liedern zu verwenden. Allerdings mit einer negativen Konnotation. Es ist dabei ein abwertender Begriff gegenüber Mitmenschen. Aus dem Kontext der Liedtexte ergibt sich, dass mit Keck meistens ein Verlierertyp oder ein Möchtegern gemeint ist. Zu dem Genau. Verbreiten dieser Semantik des Worts gehören zum Beispiel Bushido oder Flair. Des Weiteren kommt das Wort Keck aus dem türkischen Slang. Es bedeutet übersetzt Kuchen. Einige türkischstämmige Rapper verwenden das Wort Keck sehr oft in ihren Passagen. Edu Kuchen. Genau, und Bushido ist ja bekennender World of Warcraft-Suchti. Ehrlich? Ja. Das Okay, ist nicht schon. ehrlich. Das ist, ich weiß nicht viel über den, aber das ist ein Fact, der mir vor Nicht dein Ernst Jahren jetzt. sogar mal zu Ohren gekommen ist. Bushido hat einfach World of Warcraft gespielt die ganze Zeit und Ja. was? Bushido, ja, auf jeden. Der ist WoW-Guy. Ich sag's dir. Jetzt kommt es mir hoch. Er Ja, mir auch. verinnerlicht, er inhärentiert alles Üble in sich. Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Also da bin ich. So ähnlich siehst du das auch, ja? Ja, mehr möchte ich aber nicht dazu Er ist sagen. wie so eine, ist wie so ein Farunkel, in dem sich alles ablagert am Körper des deutschen Hip-Hops. Ja, das ist schön. Weißt du? Und so alles Genau Schlechte. direkt neben Flair. Ja. Ach, ich glaube, ich glaube, da gibt es eine ganze Liga der außergewöhnlichen Keks, die sich da gegenseitig den Ja, Kuchen streitig machen, ne? ganzer Trupp. Ja, aber um nochmal kurz, Hass geht wir haben auch raus, schon Hass geht die raus, ne? Ein-Stunden-Marke hier Was überschritten, haben habe wir? ich gerade gesehen. Die Ein-Stunden-Marke wurde auch schon überschritten. Ja, T-1, ne, wie das? T, mach 1, Alter. Ja. Bin jetzt auf mach 1. Genau, der Zuhörer darf mich jetzt auch auf 0,5 stellen von der Geschwindigkeit, damit das hier schnell mal vorbei ist dann. Jo, Nee, genau. genau. Ja, Also er die. hatte, also ich, wie gesagt, ich habe unter seinem irgendeinem Foto kommentiert. Er hat geguckt, ey, wer gibt mir Liebe? Ja. Und ist dann auf mein Profil gekommen und dann wird er diesen recht neuen Post gefunden haben, wo er sich das sieht. Und hat er geschrieben, hey, was mache ich denn da auf dem Bild? Und Oh da war Mann. ich, und ich wachte halt morgens so auf, nachdem ich das Bild halt abends irgendwie gepostet hatte oder so, und wachte auf und sie so, oh, ich habe einen Kommentar. Und dann, ist das von Rockstar, was? Also ich war erstmal ein bisschen lost, Erstmal aber geschminkt, ne? Erstmal direkt ins Bad schminken. Hübsch machen. Fürs Zurückschreiben. Ja. Ja, also Zumindest mein Bart, ich habe mein Bart gekämmt. aber was war dann, was ist die Lösung? Also, was hat Rockstar, Ich was habe hast du denn hab ihm geschrieben? dann geschrieben, hey, ich schreibe dir eine Privatnachricht dazu. Und dann habe ich ihm halt das noch ein bisschen aufgedröselt, dass er halt mich inspiriert hat zum Podcast machen und aufgrund dessen er mit auf das Cover gekommen ist und der Rest soll er selber in der Folge hören. Und der hat mir einfach ein Herz, obwohl derjenige, der eigentlich nicht so auf Smileys und sowas steht, hat mir dann ein Herz gegeben darauf. Also es. Faker. Da sieht man es wieder. Dieses Klischee. Ah, ich mag dieses Instagram nicht Vielleicht hat er so. sich auch entwickelt im Und Laufe dann da der Zeit. richtig lauern auf meinen Bruder. Ne? Lauern. Lauerte da bei Instagram. Ich bin nicht bei Zu Instagram. dunkel. Rockstar, ich fordere dich heraus. Komm in unseren Podcast und wir lösen Oh das. Hier auf nein, oh Augenhöhe. Du, da ist so viel Konflikt schon passiert jetzt in diesen zwei Folgen um deine Person, ne? Dass ich jetzt hier am Ende mal, ne? Du kannst nicht so mit meinem Bruder rumspielen auf Instagram, Alter. wieso denn? Das war doch voll gut eigentlich. Ansage ist raus. Klipp das. Schickt ihm das, ja? So sieht das nämlich aus jetzt. Hier ist jetzt, die Straßen sind verschneit, ja? Es ist Eiszeit. Und, ne? Ja, kein Scheiß. Ist ja geil. Ich mag den Typen aber bestimmt. Der ist bestimmt super witzig. Kann nur nichts mit seiner Musik anfangen. Shoutouts gehen raus. Ja, cool. Meinst du, hast dich jetzt wieder gerettet? So. Vielleicht hat er die erste Folge auch gesagt, so, ey, das ist voll chillig. Ja. Und ja, also ich habe tatsächlich, wo wir jetzt gerade schon dem Ende der Folge entgegensteuern, recht
viel im Verhältnis. Ne? Wer die momentanen Klickzahlen auf YouTube sieht, der weiß, dass es so viel nicht sein kann. Aber doch recht positive Stimmen zu unserem Podcast gehört. Also Ja, ich will das zur Ganze ja auch ersten nur durch Folge. Beef-Hype berühmter ma machen, weißt du? Ich finde das ja auch gut. Ich finde das ja auch gut. Ich will ihn einfach nur, ich will, dass er hier ist, Alter. Weißt du? Und dann halte ich meine Fresse und dann kannst du einfach mit ihm reden. Ja, und am Ende des Tages muss ich ihn dann rausschwärzen. Ja, genau, ich Und ihn komplimentiere ihn dann ersetzen am Ende raus einmal. durch wen So, könnte gut, das man war ihn denn genug mit meinem Bruder ersetzen? jetzt hier. Ich bin neidisch. Ja. Nachher bin ich dann so sauer, dass ich mich anstelle von ihm dann dahin einpacke. Ja, Mann. Genau, ich werde gleich eine. Genau, du schneidest mich einfach raus jetzt aus der Folge und rockst da rein. Cool. Okay, viel Spaß bei der Bearbeitung. Das wird ja richtiger Aufwand. Ey, ich habe immer jedes Mal richtig Bock. Also immer, wir sind bei der zweiten Folge. Ich habe immer Bock, Alter. Das, Zweites Treffen, richtig geil. nee, seitdem ich jetzt mich mit GIMP einigermaßen gut auskenne, genau, mein Rechner ist ja abgerauscht. Hab mir einen neuen Laptop bekommen und auf dem alten Rechner war das neue Bildbearbeitungsprogramm, das ich schon viele Jahre benutze. Aber das geht halt nicht mehr auf Windows 10, was halt der neue Laptop hat. Und deswegen musste ich mich jetzt mit GIMP anfreunden. Und ich kann es mittlerweile ganz gut und es macht sehr viel Spaß, Boah, damit das zu ist so eine arbeiten. Story, die darfst du keinem Designer erzählen, Alter. Die hätte ich einfach für mich behalten. Aber ist okay, ne? Ich bin absoluter Laie in vielen Dingen noch. Also Ist so geil, mit dem Movie das Maker auch. Aber naja, es kommt, der Output was? kommt, Das konstanter das Output. piept mich aber raus. Sorry, jetzt warst du gerade, glaube ich, weg. Sag nochmal. Das piep ich raus, sage ich. Ach so, ah, okay, ja, genau, locker. Ich benutze jetzt i und ich bin jetzt voll gut geworden in i. Voll der Profi, voll die Profi-Software. Ja, Ja, aber richtig cool, alles weil GIMP klar. ist ja super schon auf dem Photoshop-Niveau. Da geht's richtig ab, Leute, ne? Lernt die Open-Source-Programme. Die gehen nicht weg. Das ist wie Bitcoin. Das geht nicht weg, Leute. Ja. Die werden immer weiter. Der Code ist Open Source. Blender, GIMP, ne? You name it. Ja, nach einer Stunde Tutorial-Video war ich dann auch schon ganz gut drin. Also Ja, ich hatte und es gibt alle. für alles Tutorials. Na? Genau. Und ich hatte ja aber zwischendurch, irgendwann hatte ich mal angesagt, so und zum Thema Herr der Ringe werde ich dann gleich mal kommen. Das machen wir einfach beim nächsten Mal. Was? Vielleicht. Das hast du noch, das hast du gesagt? Das habe ich nicht mehr gehört. Geil. Ja, wir haben doch über Helms Klamm geredet und Ja, das habe ich mitbekommen, aber ich gleich. wusste nicht, dass wir da noch bleiben wollten. Deswegen nächstes Mal die Trippelfolge. Die Trippelfolge. Herr der Ringe 1, 2, 3 und die Extended Edition besprochen. Director's Cut. Alles Ja. hier. Und ein Review vom Silmarillion auf jeden Fall noch. Geil. Viel. Shoutouts gehen raus an John Ronald R. Tolkien, unseren Opa. Im Geiste. Wir finden es nicht gut, dass du uns enterbt hast. Das ist Ja. das Ende jetzt? Voll traurig. Ist das das Ende? Ist das das Ende, Das Digga? möchte ich eigentlich nicht, dass das jetzt das Ende ist. Nee? Was Ja, kommt denn jetzt noch? wir müssen noch eine Minute machen. Also mit so einem Abschluss entlasse ich euch nicht in den Abend, morgen, Mittag oder wo ihr gerade seid. Geh doch einfach. Kalt hier. Leute, das ist das Ende. Wirklich, wir haben es gerade rausgefunden. Ja, das ist jetzt das Ende. Es Lebt ist so damit. kristallklar. Lebt damit. Wir fahren jetzt einfach gegen. Wir setzen den Karren jetzt gleich vor die Wand. Ihr habt noch Zeit rauszuspringen. GTA-Style. Und ansonsten scheppert's hier gleich. Blech. Ab in den Schneehügel damit, ja. Auf jeden Fall. Leute, 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 hat viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst, geliebter Bruder. Und dann sagen wir jetzt Tschüss. Blablabla. Party, Lilly Pond, Circus Clown, in Lilly Pond.